Wir haben uns hier getroffen in den Kittenberger Erlebnisgärten, um ein ganz, ganz tolles Projekt zu realisieren, das dir warum im Kopf gegeistert ist. Du, Poldi, ich kann nur mit Projekten leben. Ich könnte nicht normal unterrichten. Das heißt, ich habe immer wieder Projekte, immer wieder große Projekte. Und dann habe ich gesagt, aber heuer machen wir was zusammen, weil ich gehe davon aus, dass wir uns im Sommer treffen dürfen und sicher im Freien. Und die Kinder wollen, seit ich mit ihnen Naturaufnahmen gemacht habe, in keinem Konzertsaal mehr spielen. Sie spielen nur noch in der Natur. Hallo Reinhard, grüß dich. Servus Poldi, herzlich willkommen bei uns. Ich möchte mich im Namen der Musikschule Krems sehr, sehr herzlich bei dir bedanken, dass wir den heutigen Drehtag bei dir verbringen dürfen. The Taste of Plants heißt dieses Projekt. Wir werden 15 Musikstücke im Querflötenensemble zum Besten geben, in deinen wunderschönen Gärten. Und wir haben die Musikstücke jeweils einen Garten zugeordnet. Das ist schön. Sind wir jetzt genau beim Thema Garten und Musik. Was hat das für dich gemeinsam? Das hat viel gemeinsam, denn alle meine Gärten sind so angelegt, als würde alles ein Orchester sein. Also jede Pflanze ist zugeordnet einem Musiker. Und wenn ich dann ansetze und dirigiere, dann beginnt dieser Garten sozusagen zu singen, zu spielen und Menschen zu begeistern. Und genau das, glaube ich, macht auch die Musik. Und wenn ich das so sage, dann teile ich das ein bisschen ein, wer gerade jetzt am schönsten sein soll oder was hervorkommen soll. Und so ist ein Garten, so mit seiner Verschiedenheit, und so ist auch die Musik. Herzlich willkommen auf der weltgrößten Kräuterspirale. Die Kräuterspirale ist nicht nur ein wunderbarer Aussichtsplatz über unsere tollen Gärten, sondern auch die Naturapotheke am Wegesrand für Ihre Gesundheit. Garten der Sehnsucht. Sehnsucht nach dem eigenen Garten. Ein wunderschöner Staudengarten, blühend von März bis in den Oktober hinein. Mit Wasserfall und wunderschönen Wasserfontänen. Sitzplätzen, wo die Seele baumeln kann. Dich, Garten und Musik gemeinsam. Also was ist da die große Klammer? Ja, alles. Alles? Ja. Alles. Ja. Also es ist so wichtig. Mhm. Also so wichtig. Erstens, die meisten Komponisten, wenn du Biografien liest, die komponieren nur in der Natur. Ihre Einfälle kommen nur in der Natur. Ja. Und wir verpacken sie, dann schminken wir uns wie wahnsinnig, ziehen uns an und gehen in den Konzertsaal mit Stöckelschuhen. Mhm. Und genau das alles wollte ich nicht. Ja. Sehr einfache Kleider, die haben wir ganz lang gesucht und dann selbst genäht. Und barfuß. Das war klar. Musik kann nicht entstehen ohne Natur. Und ich finde, seit ich diese Erfahrung mit Naturaufnahmen habe, bringst du mich eigentlich schwer in einen Saal. Ursprüngliche Kraft ist da irgendwie. Ja, da leben wir, da kommen wir her. Ja, genau. Da sollten wir viel sein. Genau. Da erleben wir etwas. Das ist unser ganzer Mechanismus, pulsiert. Fahren und Wildwasserbach sowie die große Rutschenanlage ist Abenteuer für die ganze Familie im großen Abenteuergarten.
müssen uns auch bedanken beim Martin Steinbarz zum Beispiel. Also wir haben ja auch die Musik gebraucht, also die Hintergrundmusik. Ja, mein lieber Martin, den man ja dann sieht. Ja, also den man auch sieht, genau. Beim Fallen und Floß, das ist ja das tollste Video überhaupt. Genau. Ja, der ist einer meiner Lieblingskollegen in der Musikschule. Und er wohnt günstig in der Schule, er wohnt im Zimmer nebenan sozusagen. Und wenn ich was brauche, dann muss ich nur rüber. Ich klopfe an und ich sage Martin und er weiß eh, was dann kommt. Okay. Er ist gewöhnt, mich am Hals zu haben. Der englische Rosengarten, ganz nach dem Vorbild einer Englandreise, angelegt mit Kronenbrunnen, mit dem Senkgarten und dem Musikpavillon. Einfach englische Gartenkultur. Darf ich ein Geheimnis ausplaudern? Ich kenne dich ja doch schon länger. Ich weiß ja, dass du mit den Kittenberger Buben eine Familienband gehabt hast und dass du lange Zeit selber auch auf der Bühne gestanden bist, als aktiver Musiker. Ja, viele Jahre, 20 Jahre haben wir natürlich diese Musik aus Leidenschaft und als Hobby natürlich betrieben, nicht berufsmäßig, sondern als Hobby. Und das war eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Da habe ich viel gelernt, war dann nicht mehr möglich, weil ich natürlich dann den Betrieb schon gehabt habe. Aber eines ist immer noch so, dass man in der Adventzeit, wenn wieder alles möglich ist, wieder ein Konzert spielen dürfen oder singen dürfen in dem Sinne. Und da freue ich mich jetzt drauf, wenn ich wieder 30 Konzerte machen darf hier in den Erlebnisgärten. Der naturnahe Felsengarten, ein rustikaler Garten mit Steinhütte, einem alten Mühlrad, einem kleinen Bachlauf und wunderschöner heimischer Bepflanzung. Strohhüpfburg, ein Spielplatz für Jung und Alt und eine ökologische Alternative zur herkömmlichen Plastikhüpfburg. Wir haben da jetzt ein gemeinsames Projekt in den Kittenberger Gärten, wo es geht um Kunst, um Garten und Musik. Was glaubst du, haben Gärten und Musik vielleicht sogar gemeinsam? Ich glaube, Gärten sind aus meiner Sicht ein Teil von unserem kulturellen Gedächtnis. Gärten sind nicht von Haus aus Gärten, sondern was wir als Menschen draus machen,
ist ein Teil, wie wir mit unserer Kultur umgehen, wie wir es pflegen, wie wir es anlegen, wie wir es gestalten, welche Formen wir reingeben, welche Farben wir reingeben. Genauso wie in der Musik. Wenn ich heute ein Stück komponiere, welche Instrumente nehme ich, welche Farben gebe ich ein, welcher Form gebe ich dem Stück. Und Gärten und Musik haben für mich diese eine Parallele. Und wenn die beiden zusammentreffen, ist es Poesie. Der Sommergarten, was kann schöner sein wie ein Schwimmteich und ein Holzsteg, eine Gartenküche, ein Gartenhäuschen und jede Menge Pflanzen. Ein richtig schöner Urlaubstag im eigenen Garten. Herzlich willkommen im Gesundheitswassergarten, der erste Schwimmteich in den Erlebnisgärten, auf dem noch viele folgen sollten, mit Naturwhirlpool und einem Kneippbach. Gärten für Menschen. Wir sind jetzt gerade ein bisschen durch deine Gärten geschlendert und war so ein junger Mann, der gerade ganz glückselig gerade reingeschaut hat. Es muss ein schönes Gefühl sein, wenn du mit deinen Gärten so viel Freude an die Menschen weitergeben kannst. Genau, und vor allem auch die Kinder, denn ja, die Kinder sind unsere Kunden der Zukunft, ja, und die Gartenbesitzer der Zukunft. Ja. Und wenn wir den Kindern jetzt schon Gartenfeeling vermitteln, ist das schön. Und dass wir schon lange das machen, wissen wir, wenn dann eine Mutter zu mir kommt und mit ihrem Kind und sagt, ich bin eigentlich in den Kittenberger Erlebnisgärten groß geworden und komme jetzt mit meinen Kindern, ja, dann weiß ich zwar, dass ich alt geworden bin, aber ich habe eben vielen Menschen Freude damit bereitet. Sonntag um 8 Uhr früh musste ich ins Dunkelzentrum kommen und stand plötzlich vor Falco. Okay. Weiche Knie. Und ich war dann auch 4 Jahre mit diesem Künstler so befreundet, dass ich immer wieder seinen Garten in den Garten gekommen bin und viel dort gemacht habe und auch ein paar Whisky miteinander getrunken habe mit ihm. Aber wir haben uns gut unterhalten, ja, wir waren fast im gleichen Alter. Ja. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, diesen Menschen würde ich ganz gerne einen Garten widmen. Vor kurzem einen Garten eröffnet, den wir diesen großen Künstler gewidmet haben. Ein weißer Garten, fast nur weiß, leicht rosa blühende Pflanzen. Es war eben dieser weiße Rapper über einen dornigen Weg, den er gegangen ist mit weißen Rosen, über einen großen See, einen Teich, ja, das Meer symbolisiert, ja, zu einem großen weißen Pavillon, der letztendlich den Reichtum und Prunk präsentiert. Und dahinter stehen 10 Apfelbäume. Und diese Apfelbäume sind das Paradies.
Herzlich willkommen im Toskanagarten, ein Garten, der Urlaub zu Hause ermöglicht. Zwischen Palmen und Olivenbäumen und Zitronen ist Entspannung pur angesagt. Oder der Karpfendeich, ein sehr naturnah gestalteter Garten mit einem großen Biotop, wo sich Tiere wie Fische und Frösche, aber auch unser Entenbärchen am wohlsten fühlen. Mit naturnaher Bepflanzung, also ein Spaziergang in der Natur im eigenen Garten. Es geht um den inneren Wachstum dieser jungen Menschen. Ja. Und das sind die 12 Jahre im Normalfall, die ich begleite, von ungefähr 6 bis 18. Ja. Und das ist ein inneres Wachstum. Darum geht es in diesem Fall. Natürlich würde ich mir wünschen manchmal, also wirklich gute, ich hätte schon Ideen, was ich mit denen machen könnte. Ja. Aber kommt sehr selten, ganz genau. Das lebt dann durch diesen Zusammenhalt, den wir haben. Herzlich willkommen im Familiengarten. Opa und Oma gehen Gemüse ernten, Papa und Mama gehen schwimmen und die Kinder haben Spaß am Spielgerät. Was glaubst du, gewinnen die Kinder beim Spiel im Ensemble? Für mich ist es immer die Königsdisziplin, wenn man das schafft, dass man diese Grundlagen der Musik einmal intus hat und dann das soziale Erleben hat. Ja, ganz genau. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt in der pädagogischen Arbeit und für mich der wichtigste. Ja. Und zwar in dieser Arbeit, wo wir ja nicht professionell unterwegs sind, wo wir das ja zu Freude machen, wo ich ja Kinder habe, die wahnsinnig gern zu mir kommen und zu jeder Probe kommen, aber sehr viele, die halt zu Hause gar nichts machen. Ja. So, das Tolle an Musik ist halt das, dass das nicht wie in Schulklassen altershomogen ist, sondern altersheterogen. Genau. Und die Jüngste ist 12 und die Älteste ist 52. Ja. Ja. Also das finde ich lustig. Ja. Das ist schön. Garten formvollendet, ein Garten wie ein Tango. Geradlinig, straight, aber durch seine Baumbepflanzung und seinen wunderschönen kugelförmigen Elementen ein wunderbarer, kühler Ort an heißen Sommertagen. Lieber Klaus,
Ich darf dich in deiner Eigenschaft als Elternvereinsobmann begrüßen. Du bist natürlich auch leidenschaftlicher Musiker, wir kennen uns ja so schon sehr lange. Kommen wir zum Projekt. Wie unterstützt du das auch vom Elternverein her? Ja, der Elternverein unterstützt es natürlich sehr gerne, ja. Mit allem, was ihr von uns braucht dafür. Und ich glaube, das Projekt ist ein sehr, sehr gutes, wirklich eine tolle Idee. Wie gesagt, musizieren im Freien macht Spaß, wirkt inspirierend auf einen, die Natur, die ja hier sehr stark auch, ja, im Vordergrund steht. Und ein schattiges Plätzchen zum Beispiel unter einem Baum ist ein idealer Ort, um zu musizieren. Der Ästhetik trifft sich die neue Generation. Junge Menschen gestalten diesen Garten mit großen Steinen, Staudenpflanzungen, Krügen, solitären Pflanzen, einer Sauna und einem wunderschönen Naturpool. Was kannst du vielleicht auch den jungen Musikerinnen mitgeben, die sich jetzt auch auf einer Bühne präsentieren müssen, was sie da ins weitere Leben mitnehmen können? Also was ich mitgeben kann, ist, man ist so gut, wie man ist. Man darf das Ziel des Besserwerdens nie aus den Augen verlieren, aber das, was heute gut ist, ist gut. Und das muss man hinaustragen. Das Selbstwertgefühl muss es sagen, muss es spürbar machen. Dann merken das die Menschen auf der Tribüne oder im Publikum, man muss es mit einer Begeisterung machen. Das ist wichtig, denn auch wir sind hier nicht fehlerlos, wir sind auch nicht perfekt, wir sind am Weg zur Perfektion, aber noch lange davon entfernt. Herzlich willkommen im Seelenbaumlergarten. Immer dann, wenn es der Seele zu eng wird, finden Menschen hier in den Hängematten Platz, um sich zu entspannen und holen sich dabei neue Energie. War es dann natürlich auch naheliegend, den Reinhard Kittenberger zu fragen. Und wie hat sich dort die Zusammenarbeit dargestellt? Also ich glaube, der Reinhard war gleich Feuer und Flamme. Feuer und Flamme, voll begeistert. Super Vermittlung auch von den Erlebnisgärten Kittenberger, wo ich mich auch recht herzlich bedanken möchte. Super Idee von der Astrid. Sie hat eine irrsinnige Empathie an den Tag gelegt, dass die Leute zusammentrommelt, ehemalige Schülerinnen, jetzige Schülerinnen, Musikerinnen, Kollegen. Die hat da wirklich tolle Sachen gemacht. Und Kittenberger sofort dabei gewesen, was ich auch total lässig finde.